Tico. Und das ist mein Freund Brutus. Meine Mama sagt, Brutus muss ein Fantastier sein, weil ich mit ihm immer die unglaublichsten Abenteuer erlebe. Ich finde sie aber gar nicht so unglaublich. Ich finde sie sogar sehr glaublich. Und wahr sind sie sowieso. Eichkätzchen Ehrenwort. Kommt doch mal her, ich erzähle euch davon. Einmal haben wir zusammen eine Wanderung zum Mittelpunkt der Erde gemacht. Brutus und ich haben hier hinter unserem Zuhause einen neuen Berg entdeckt. Den mussten wir uns natürlich genauer anschauen. Der Berg hatte einen versteckten Eingang. Und der wohl hinführt. Brutus ist echt furchtlos für ein Eichhörnchen. Hey, warte! Da hatte irgendjemand einen Tunnel gegraben. Ich sah nur noch Brutus Puschelschwanz, der darin verschwand. Es war ziemlich dunkel, aber Brutus kann sehr gut sehen. Also bin ich ihm einfach hinterhergegangen. Es ging immer weiter bergab. Wir kamen an ganz gruseligen Gewächsen vorbei. Die leuchteten sogar ein bisschen. Wir wurden von einem monströsen Wurm verfolgt. Wahrscheinlich war es sogar eine gefährliche Schlange. Ich habe gar nicht so genau hingeschaut. Beinahe blieben wir in einem ekligen, klebrigen Netz hängen, das uns den Weg versperrte. Wir haben uns aber durchgekämpft. Wir gingen weiter und weiter. Ich hatte das Gefühl, wir haben uns völlig verlaufen. Und dann haben wir uns sogar aus den Augen verloren. Oh oh, Brutus? Wir waren schon sehr weit vorangekommen. Da lag vor uns auf einmal ein unterirdischer See. Den mussten wir überqueren. Fragt lieber nicht wie. Und dann hätten wir plötzlich ein wahnsinnig lautes Donnern. Nein, Dröhnen. Nein, Ratzen und Schmatzen. Es klang ein bisschen wie Papa, wenn er schläft. Aber viel, viel lauter. Der Boden fing richtig an zu zittern. So einen Lärm hatte ich noch nie gehört. So gewaltig kann nur das innerste Innere der Erde klingen. Das war echt stark. Oh, Mama ruft. Ich muss los. Tschüss und bis bald. Wir mussten den ganzen Weg natürlich auch wieder zurücklaufen.